Guten Morgen, ich nehme euch heute mal wieder mit. Es gibt mal wieder einen Vlog. Ist nämlich schon lange her, ist mir aufgefallen. Da habe ich gedacht, ich nehme euch einfach mal wieder einen ganzen Tag mit. Und heute steht auch ein bisschen was an. Ich mache nämlich heute den Wocheneinkauf und den darauf folgenden Haul. Jetzt mache ich gerade die Brotdose für die Rosalind und dann machen wir uns fertig und dann geht's schon los. I came here to party. I'm not gonna lie. So call up somebody. Cause I ain't got the time. Fertig. Jetzt gucke ich mal, ob die Kinder fertig sind und dann geht's los. So, die Kinder habe ich schon abgeliefert. Ich sitze jetzt hier noch am Parkplatz bei Aldi. Gehe jetzt rein und werde unseren Wocheneinkauf erledigen. Ja, und danach gibt es wie immer dann zu Hause ein Food Haul mit Wochenplan. Da nehme ich euch dann auch mal ein bisschen mit. Ich bin jetzt wieder zu Hause, habe den Wocheneinkauf quasi erledigt. Ist auch diesmal gar nicht so viel. Die Sonne, die scheint hier schon richtig schön rein. Ja, ich war ja bei Aldi und dann war ich noch kurz bei Rewe für hier so ein paar Kleinigkeiten. Die Twix waren eigentlich nicht auf dem Einkaufszettel, aber die mussten trotzdem mit. Ich liebe Twix White und die gibt es ja nicht immer überall und auch nicht immer. Also da habe ich mich gefreut und so eine einzelne Packung ist natürlich auch gut, dann isst man nicht so viel. Ja, ich habe im Auto natürlich noch Getränke, die lasse ich aber auch erstmal im Auto, das mache ich meistens so. Die nehmen wir dann eben immer irgendwie peu à peu mit hoch, wie wir sie brauchen oder so. Ich habe die Kamera schon aufgestellt, aber wie meistens ist mein Akku leer. Die Eispackung übrigens, bevor ihr jetzt hier einen Herzinfarkt bekommt, die sind leer. Ich habe das Eis natürlich schon im Eisschrank gepackt, weil so lange lasse ich das natürlich hier nicht rumliegen. Ja, ich hole jetzt Akku, dann werde ich meinen Haul drehen. Ich lasse hier auch ein bisschen dabei laufen, dann könnt ihr mal sehen, wie das so hinter den Kulissen quasi abläuft. Hallöchen, einen schönen Samstag wünsche ich euch. Ja, heute kommt wieder ein neuer Wochenplan und ein Wocheneinkauf für euch. Da ich ja immer ein bisschen vordrehe und heute ist eigentlich Mittwoch, fängt der Wochenplan dann morgen Donnerstag an. Da gibt es geplant Gulasch mit Semmelknödel. Ja, Grießpudding habe ich dann jetzt mal diesen hier genommen. Ja, dann habe ich Erdbeeren mitgenommen wieder für die Bande hier. Dann habe ich 5 Zucchini mitgenommen für diese gefüllten Zucchini und fürs Ratatouille. Ich hatte mir Heidelbeeren mitgenommen für meine Smoothie Bowls. Ja, das Grobe habe ich jetzt schon weggeräumt. Ich werde mir jetzt erstmal Frühstück machen. Ich habe nämlich noch nicht gefrühstückt. Langsam knurrt mir auch der Magen und dann räume ich den Rest weg. Ich habe jetzt schon mal die Blumen-Mini-Vasen gemacht. Das ist ja das Wichtigste weggeräumt. Ich mache mir jetzt heute wieder eine Smoothie Bowl hier von Otsam, die ich bei DM gekauft habe. Findet Guavi heißt die. Ist, wie der Name schon sagt, mit Guave, mit Datteln, Orangen. Also da ist immer so viel drin. Bananen, Chiasamen, Flohsamenschalen, Baobab-Fruchtfleisch, Apfel, Vollkornhafer. Ich rühre mir das allerdings auch nicht nach deren Anleitung hier an, sondern einfach immer so nach Gefühl, wie viel ich auch essen möchte. Und seit neuestem mit der Hafer-Vanillemilch. Es schmeckt es richtig lecker, also kann ich sehr empfehlen. Ja, jetzt habe ich mir ja Heidelbeeren geholt. Mache ich mir direkt so eine Handvoll Heidelbeeren mit rein. Heute Morgen hatte ich schon 2 Kaffee, deswegen nehme ich mir jetzt hier noch so einen kalten Kaffee mit. Und da werde ich jetzt erstmal in Ruhe frühstücken. Dann mache ich noch so ein bisschen grob was in der Wohnung. Aber was heißt grob? Fein Schliff in der Wohnung. Grob ist sie nämlich eigentlich sauber. Und saugen werde ich jetzt heute auch nicht, weil hier einfach gleich 4 Kinder sind. Und da finde ich irgendwie ein bisschen schwachsinnig, da jetzt noch zu saugen. Ja, und dann starte ich mit dem Mittagessen. Wikingertopf ist, meine ich, ein bisschen aufwendiger als so andere One-Pot-Sachen, die ich gerne mache. Ja, ich bin jetzt im Schlafzimmer. Jetzt werde ich hier mal eben aufräumen. Das Bett muss noch gemacht werden. Die dreckige Wäsche schon mal in die Küche vor die Waschmaschine schmeißen. Und ich wollte eigentlich meinen Kleiderschrank aufräumen. Ja, das schaffe ich heute auf jeden Fall auch noch.
Ja, schon fertig mit meinem Schrank. Jetzt habe ich hier auch direkt so eine Handvoll Sachen wieder aussortiert, die ich eh nicht mehr anziehe. Also man achte bitte nur auf meinen Schrank. Der ist jetzt aufgeräumt. Ja, beim Patrick geht's so. Jetzt werde ich noch hier diesen Stuhl, den Wäschestuhl, den bekannten. Sowas hat, glaube ich, ja jeder in seiner Wohnung, so einen Stuhl oder Fahrrad oder keine Ahnung, wo man die Wäsche drauf lagert. Und da bin ich im Schlafzimmer schon durch. Ja, hier im Flur ist noch ein bisschen was. Und dann gehe ich in die Küche, mache ich mich an die Wäsche, den Rest noch wegräumen. Ich habe noch nicht alles eingeräumt vom Einkauf. Und dann fange ich auch mit Essen kochen an. So, jetzt packe ich 1 Liter Wasser in den Thermomix, einen Esslöffel Gemüsebrühe dazu. So, in den Garaufsatz kommen dann mundgerechte Kartoffelstücke, so ungefähr 400 Gramm. Dann setze ich den Varoma auf. Unten hatte ich 150 Gramm Möhren und Tiefkühlerbsen reingepackt, auch 150 Gramm ungefähr. In den Einlegebogen, da hatte ich die Hackbällchen. 30 Minuten, Varoma, Stufe 1. Ja, wenn das fertig ist nach 30 Minuten, dann muss noch die Soße im Thermomix schnell gemacht werden. Dann wird das alles zusammengekippt oder die Kartoffeln extra, besser gesagt. Und dann ist das Essen auch schon fertig. Also so aufwendig ist es nicht, aber mehr als alles nur reinschmeißen ist es schon. So, der Thermomix hat getutet. Hier ist auch ein bisschen laut, weil die Waschmaschine gerade in ihren letzten Zügen ist. Zwiebel und Knoblauch rein. 5 Sekunden Stufe 5. 150 Gramm Sahne. 150 Gramm Milch. 2 Teelöffel Gemüsebrühepulver. Ein Esslöffel Speisestärke, ein bisschen Zucker, ein bisschen Muskat, Pfeffer, Salz. Dann 4 Minuten bei 100 Grad auf Stufe 2. So sieht die Soße aus. Ich habe hier jetzt schon mal alles umgeschüttet. Jetzt packe ich die Soße noch dazu. Ich bin jetzt auch schon auf dem Weg. Ich habe ja immer Zeitdruck, wie ihr wisst. Bei mir ist immer alles genau abgetimt. Genau, ich hole jetzt eben die Kleinen erst ab im Kindergarten. Dann fahre ich direkt zur Schule und hole die beiden Großen ab. So, ich muss los, ich hole die Kinder ab und dann bin ich mit den Vieren erstmal auf dem Spielplatz und melde mich später nochmal. Ja, ich bin jetzt wieder zu Hause. Ich habe die Kinder jetzt fürs erste Mal schon versorgt mit den Waffeln, die ich heute gekauft habe und Erdbeeren. Die spielen jetzt zusammen. Der Patrick hat gerade schnell in der Pause eine Hülle gebaut für die Kleineren. Ich wollte mir jetzt hier noch einen kalten Kaffee und meinen weißen Twix in Ruhe gönnen, habe ich mir extra heute geholt. Dann werde ich die Kinder noch irgendwie beschäftigen zwischendurch. Aber größtenteils beschäftigen die sich ja zum Glück schon alleine, wenn die Besuch haben. Ja, dann werden die nachher abgeholt, die Kinder. So zwischen 6 und halb 7, denke ich. Patrick ist dann in der Dialyse und deswegen bin ich dann alleine. Da werde ich ein bisschen aufs Fahrrad gehen oder Globe machen, weiß ich noch nicht. Duschen und dann ein bisschen entspannen und relaxen. Und dann ist der Tag auch schon wieder vorbei. Ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen. So ein Einblick in einen ganz normalen Alltag mit Kindern als Familie, mit ganz normalen Haushaltsaufgaben, die man so hat. Schaut doch bei meinem nächsten Video wieder rein und abonniert meinen Kanal, falls ihr noch nicht Abonnenten seid. Da würde ich mich freuen. Und dann bis zum nächsten Video. Tschüss!